Ja, Freunde, willkommen zurück auf meinem Channel. Wir öffnen heute die Zenita Könige Premium Kollektion Pikachu VMAX. Die haben wir schon einmal geöffnet, als es die zum ersten Mal bei Rossmann gab. Und jetzt bei der Aktion mit den 151 Tins gab es diese Premium Kollektion auch noch einmal. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme noch eine mit. Ich würde gerne noch mal eine öffnen. Mir gefallen die Karten hier drin. Hier ist noch ein Pin bei. Und ja, ich habe noch nicht so viel Zenita Könige geöffnet. Im Moment kriegt man ja auch noch relativ gut Zenita Könige. Aber ja, ich wollte gerne noch ein bisschen was aufmachen. Also habe ich gedacht, ja, nehme ich mal eine mit und wir öffnen die zusammen hier nochmal. Ja, wie gesagt, Zenita Könige kriegt man im Moment noch ziemlich häufig. Also nicht alles, aber einige Sachen bekommt man noch. Hier und da ist das letzte Set aus der Schwert und Schild, aus dem Schwert- und Schild-Zyklus. Und das ist eine Special Box, die gibt es nochmal in kleiner. Aber diese hier, die gab es, glaube ich, exklusiv bei Rossmann. Und hier ist halt, wie gesagt, noch der dicke Pikachu-Pin dabei. Und es sind zwei mehr Booster-Packs hier drin. Also statt 5 sind hier 7 drin. Und das, finde ich, lohnt sich. Vor allen Dingen bei Rossmann mit den 10%-Coupon. Und das war ja noch im Angebot, da hat sich das gelohnt. Da müsst ihr mal immer mal wieder schauen, ob ihr da vielleicht noch was bei euch im Rossmann vorrätig findet. Aber ansonsten, ja, finde ich, ist eine nette Box. Wir schauen hier mal rein. Dann könnt ihr auch noch mal auf die Rückseite gucken. Genau, was ist hier drin? Hier ist eine geprägte holographische Karte mit Pikachu VMAX, eine holographische Karte mit Pikachu V, einmal eine überdimensionale holographische Karte mit Pikachu VMAX, 7 Booster Packs, wie erwähnt, ein Pin, ja, und noch die Codekarte, ne? Ich würde sagen, für den Preis, den die gekostet hat, war das völlig in Ordnung. Dann machen wir die mal auf jetzt hier. Und ich hoffe ja, also ich kriege diese Boxen ja nie sauber auf, ne? Aber ist ja auch eigentlich egal, weil diese gehen, landen ja eh im Müll. Dann, wenn alles raus ist. Aber ja, eigentlich würde ich die schon mal gerne ein bisschen sauberer aufmachen können, aber irgendwie klappt das nicht. Naja. Aber ist auch gut, dann merkt man, die sind nicht nochmal versiegelt worden. Ansonsten, das geht nach hinten. Und genau, was haben wir hier mit dem Pin? Ne? Wir haben hier die Karten, die überdimensionale Pikachu-Karte. Schauen wir mal, wie es sich. Na? Ja, gar nicht aufhören. Ist verschlossen. Komm mal her, komm. Ja. So. Da haben wir den Pin. Und ich finde, der ist doch ziemlich süß. Ich bin ja ein Fan von Pins. Ich benutze die eigentlich gar nicht so aktiv, aber ich finde die eigentlich ganz nice. Hier haben wir die überdimensionale Karte. Die sieht auch sehr nice aus. Wir haben uns natürlich unsere 7 Booster Packs hier. Ne? Die 7 Booster Packs, die werden wir uns gleich mal genauer angucken, beziehungsweise was wir da drin haben. Und dann haben wir natürlich hier noch, unsere beiden Karten. Pikachu V sieht auch sehr nett aus, finde ich. Und die packe ich gleich mal in den Sleeve. Und Pikachu VMAX. Und das dicke Pikachu, ne? Ist ja eigentlich ganz süß. Finde ich eigentlich ganz nice. So, die kommen gleich ins Sleeve und dann sehen wir uns jetzt gleich beim Booster öffnen. Bis gleich. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Ja, ich möchte mich erstmal bedanken für die ganze Unterstützung, die der Channel in letzter Zeit erhält. Also, wir haben ja über 400 Follower mittlerweile, beziehungsweise Abonnenten. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist echt super. Ich freue mich. Und ich habe ja schon seit einiger Zeit angekündigt, wir müssen mal ein Gewinnspiel machen. Und ich denke, wenn wir die 500 geknackt haben, dann werden wir auch auf jeden Fall ein Gewinnspiel machen. Ich habe mir schon sowas überlegt. Ich habe noch ein bisschen was aus Japan da, was wir verlosen können dann. Und dann würde ich sagen, ja, wenn ihr jetzt hier noch keinen Follower da gelassen habt, dann lasst doch gerne ein Follow, beziehungsweise kein Abo da gelassen habt, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Und aktiviert auch die Glocke, damit ihr keine Videos verpasst. Das ist hier natürlich alles noch ein bisschen sehr, sag ich mal, unprofessionell, aber so ist es leider. Das wird mit der Zeit besser. Ich denke, hier und da werde ich im Setup auch ein bisschen was investieren. Aber wir wollen ja auch vor allen Dingen erstmal Karten sehen. Ne? Wir öffnen ja hier Booster Packs. Und das machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt mal rein und öffnen die 7 Booster Packs, die wir hier in der Kollektion drin haben. Und ich hätte ja schon gerne hier noch so ein paar, 1, 2, 3, 4 nach vorne, ne? Ein paar gute Hits. Also ich habe ja auch noch nicht so viel. Also ich habe ein bisschen was schon geöffnet von Zenita Könige, aber noch nicht so viel. Und da würde ich mich freuen. Britzingel,
Superball, Cäsarus, Libiscus, mein Gott, Plaudergei, Janma, Gladiantri, Zierpurze, Plaudergei nochmal und ja, Plaudergei, den nehmen wir mit, ne, hier. Ja, so einen richtig guten Hit hätte ich jetzt noch gerne drin, ne, also zumindest so ein oder zwei wirklich, wirklich gute Hits, das wäre schon was. 3, 4. Wie war das denn? Zählt die mit da rein? Ich weiß es gar nicht. Ja, ne? Wie ist das denn mit diesen, wenn die Beastar-Marker, ich vergesse immer. Girafarig, Energieumschalter, Rockheimern, Tangela, Popanze, Galamauzi, Weimar, Shenox oder Shinox und Georok. Das war leider nichts. Habt ihr hier, öffnet ihr noch Zeniterkönige überhaupt? Habt ihr da überhaupt noch Interesse dran? Ich meine, wir sind ja mittlerweile ja nicht mehr in Schwert und Schild, wir sind ja in Karmesin und Purpur-Zyklus. Aber ich finde halt, so ein paar alte Sachen sind doch immer ganz gut, ne? 4 nach vorne. Freunde aus Sinnoh, Duflor, Schmetterhammer, Riolu, Staralili, Sichlor, Pokéball, Mangunior, Pupanze. Und weiter geht's hier. Ja, also ich hätte, wie gesagt, also ich würde mich halt riesig freuen, wenn hier noch so ein richtig guter Hit drin ist. Aber ich weiß auch nicht, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, bei den nachproduzierten Produkten sind die Hits nicht so krass, ne? Georok, Pokémon-Fänger, Britzingel, Trank, Galapantimos, Sonnenkern, Smogon, Myrapla, oh, Gaunux. Jawohl, da haben wir doch schon mal einen fetten Hit hier. Also fett. Ich weiß gar nicht, wie viel Gaunux wert ist. Wahrscheinlich nicht so viel. Aber eine nice Karte. Ich finde, also die sieht schon sehr, sehr genial aus. Findet ihr die zu dunkel? Ich finde, die sieht gut aus, oder? Von der Helligkeit her. Sehr, sehr nice. Die werden wir hier mal einsleeven. Und kommt hier mit rein. 3 Packs haben wir noch von unseren 7. 4 haben wir schon aufgemacht. Einen Hit da drin jetzt gehabt. Schauen wir mal. Ist natürlich auch immer so ein bisschen Glückssache, ne? Wir müssen ja. 3, 4. Wir müssen ja bedenken, das ist ja alles immer random gepackt, ne? Girafarig, Britzigel, Pokémon-Fänger, Energiezugewinn, Emolga, Libiscus, Plaudergei, Janma und Duflor. Naja, ist jetzt nicht der große Hit, aber Duflor, das Artwork sieht cool aus. Oder was würdet ihr sagen? Also ich mag das. Das ist ein schönes Artwork. Ja, also wie gesagt, lasst doch gerne mal einen Kommentar. Lasst doch mal einen Kommentar gerne da, ob ihr hier 3, 4, ob ihr Interesse an Zeniterkönige überhaupt noch habt, nachdem wir schon aus dem Schwert- und Schildzyklus raus sind. Also ich finde das Set eigentlich immer noch ein ziemlich nettes Set. Vor allen Dingen dadurch, dass es halt auch noch zugänglich ist. Duflor, da haben wir es wieder. Superball, Shenox, Ignivor, Myrapla, Europ, Trank und Luxtra. Die Hits hier sind jetzt nicht so in der Box. Aber so geht's manchmal. Vielleicht haben wir noch Last Pack Magic. Ich würde mich jetzt freuen, wenn wir hier nochmal so richtig Last Pack Magic hätten. Das wäre richtig genial. Aber schauen wir mal. Metang, Rockheimern, Lunastein, Tangela, Pupanze, Galamauzi, Weilmer, na, 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 Shenox und Ah, Voltilam, immerhin noch einen Hit dabei gehabt. Und nochmal Psyda, habe ich letztes Mal als eine gute Karte eingestuft, aber ist jetzt nicht so die wertvollste. Aber sieht halt trotzdem cool aus. Aber Voltilam haben wir hier noch mit drin. Voltilam nehmen wir gerne mit, würde ich sagen. Dann haben wir wenigstens noch einen zweiten Hit hier mit in der Box gehabt. Und ja, dann gehen wir jetzt hier... Oh, jetzt bin ich in die Kamera wieder gekommen. Ich komme immer in die Kamera, weil die da vor mir steht. Naja. Ja, 2 Hits aus den Packs. Ich würde sagen, ist in Ordnung.
die beiden Promokarten, der Pin, die überdimensionale Karte. Ja, so kann es gehen, ne? Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wie gesagt. Wir sehen uns in den nächsten Shots morgen und dann nächste Woche Sonntag im Video. Und dann müssen wir mal schauen, was wir öffnen. Vielleicht, ich weiß es noch nicht, vielleicht öffnen wir was von 151. Ich weiß es noch nicht, wir sehen es. Also bis dann, macht's gut und habt noch einen schönen Sonntag. Ciao.